Nachdem die Anforderungen an die Alarmanlage und der finanzielle Rahmen geklärt wurden, teilte Herr Dükir der Kundin sein Angebot mit. Er hat sich gegen Bewegungsmelder entschieden, weil in der Wohnung Katzen umherlaufen. Ebenfalls wird er keine Funkmelder verwenden, da Störfrequenzen von elektrischen Geräten nicht ausgeschlossen werden können. Damit Fenster und Türen trotzdem gesichert werden können, sollen die Magnetkontakte mit Kabeln an die Alarmzentrale angeschlossen werden. Die Magnetkontakte sollen unten am Fensterrahmen angebracht werden, damit auch bei scharf geschalteter Anlage auf Kipp gelüftet werden kann. An den Fenstern und der Terrassentür wurden diese Magnetkontakte bereits angebracht. Herr Dükir schlägt seiner Kundin vor, wo er die Zentrale und das Bedienteil anbringen würde. Die Kundin ist einverstanden. Die Einbruchmeldeanlage kann allerdings nicht sofort installiert werden, da Arbeiten anderer Gewerke vorher abgeschlossen sein müssen.